Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Entschuldigt, ihr habt gerade einen aggressiven Hasen unter euch. Also, hier, Schnubbi, hier, da ist es. Ja, wie schon gesagt, wollte ich euch in meinem heutigen Video ein bisschen was erzählen, so über die Zeit von meinem Vater, mit meinem Vater als Kind. Da ist nicht mehr viel drin. Ja, auf jeden Fall, es war so, dass ich als Kind bin ich total an meinem Vater gehangen, also so richtig klettenmäßig. Da war er mein absoluter Held. Und so wie das halt so in der Pubertät ist, war es dann nicht mehr. Und dann, als ich wieder älter geworden bin, dann war es wieder. Ja, aber auf jeden Fall war es so, dass ich als Kind war es immer so, dass mein Papa mit mir die verrücktesten, also er hat mir die ganze Welt erklärt. Ups, Entschuldigung. Ich habe gerade meinem Hasen eine mit dem Ball aus Versehen. Entschuldigt. Der hat gerade eine mitbekommen. Also, jetzt wartet. Jetzt machen wir mal. Oh, jetzt machen wir es in einem Stück und dann haben wir es. Gut, jetzt kann ich aufhören mit diesem Raschelgeräusch. Ja, also, als Kind war es so, dass mein Papa immer mit mir die größten Abenteuer erlebt hat, wie ich damals befunden habe. Und ja, wir hatten damals so eine Hütte in Österreich, in Kittisau. Oder Balderschwang. Jetzt dürfte mich nicht drauf festnageln. Aber wir waren auf jeden Fall immer in Hittisau oder Balderschwang. Es war Hittisau. Ja, es war Hittisau. Und da hatten wir diese Hütte, die war übrigens übelst zerfallen. Also wirklich übelst zerfallen. Ja, die war voll spooky und so. Also da war auch das Klo war, es war ein Plumpsklo. Also war echt nicht die tollste Gegend. Ja. Aber als Kind habe ich es dort ganz gut gefunden. Und dann war es da, dass da hinter dieser Hütte war ein Bach. Und da haben mein Papa und ich immer versucht, Staudämme zu bauen. Ja gut, es war so Kinderstaudämme. Also es war wahrscheinlich, wenn es hochkommt, so ein paar Steinchen aufeinander. Aber es hat immer riesig Spaß gemacht. Und da waren Kühe. Und als ich das erste Mal dort war, habe ich ja noch nie davor eine Kuh gesehen in live. Es war voll der Kulturschock für mich. Und da hat mein Papa zu mir gesagt, habe ich meinen Papa gefragt, was das ist. Und hat er gesagt, das ist eine Kuh, die gibt Milch. Und ja, so habe ich dann das erste Mal eine Kuh in meinem Leben gesehen. Und mein Papa hat mir erklärt, die Kuh heißt Betsy. Und seitdem, es ist tatsächlich jetzt kein Witz, das hat mich so beeinflusst, dass ich seitdem jede Kuh in Spielen, wenn man Kühen einen Namen geben kann, die erste Kuh heißt bei mir immer Betsy. Ist einfach sowieso. Dann hat mein Vater früher, haben wir, also früher hat er mich, wenn ich nicht mehr gekonnt habe, überall hingetragen. Also wirklich, so das Top-Ding war auf einen riesen hohen Berg hochgetragen. Und dann habe ich Hunger bekommen und hat er mich auch wieder genauso schnell wieder runtergetragen, nur um mit mir in eine Pizzeria zu gehen. Und ja, es ist schon so, dass ich sagen kann, mein Vater war ein echt guter Vater gewesen und ist er auch immer noch. Ja, und dann kam die Pubertät und vor allem auch der Asperger. Und er war mir einfach immer zu laut in den ersten Monaten. Ich wusste einfach nicht, ich wusste auch nicht, was ich mit ihm anfangen sollte, weil ich meine, ich war plötzlich gesichtsblind und habe ihn nicht mehr wiedererkannt. Und das war einfach so dieses, der Fremde neben mir am Küchentisch. Und ich wusste einfach da nicht, ja. Da ist dann einfach Pleitenpech und Pannen zusammengekommen. Ja, und dann meine Teenagerjahre waren wirklich eine schwere Zeit für unsere Vater-Kind-Beziehung. Aber mein Papa war trotzdem immer ein hervorragender Vater. Und wenn es dann drauf angekommen ist, hat er auch immer zur richtigen Zeit das Richtige entschieden für mich. Wie zum Beispiel damals nach dem Halbjahresgespräch, was ich auch schon mal im Video erzählt habe, hat er entschieden ja dann, dass ich die Schule wechsle. Und hat es auch, also er hat es dann auch in die Wege geleitet und alles. Und, Leo! Entschuldigung. Jetzt haben wir hier gerade das Problem mit den Kindern und Aufmerksamkeit. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann da eben, ja, eine schwierige Zeit hatten. Und dann, und das ist das Einzige, weswegen ich froh bin, war die Geschichte mit dem Gutachter. Und da war mein Vater dann wirklich in der Zeit für mich da, war auch danach für mich da, war wirklich, ja, er war sehr viel präsenter und da hat sich irgendwas bei mir im Kopf auch verändert. Und
plötzlich war Papa wieder dieser große, heldenhafte Vater, den ich damals als Kind auch immer in ihm gesehen habe. Und ja, seitdem sind wir wieder die dicksten Kumpels, wenn man so will. Und ja, jetzt kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, wie es sein könnte, wenn er nicht da ist. Ich meine, ja, irgendwie, ich freue mich immer total und ich finde es auch immer total toll, weil wir seitdem auch, ja, wir haben irgendwie auch eine ganz andere Gesprächsebene, also als Mom und ich. Wir können ganz, ganz andere Sachen reden. Zum Beispiel planen wir gerade zusammen das Hochbeet. Ja, wir haben uns jetzt zusammen, das irgendwie machen wir gerade so zu unserem Projekt, das zu irgendwie zu planen. Also wir wollen jetzt irgendwann in den nächsten Monaten, wenn es denn dann mit Corona und allem möglich ist, zusammen zum Obi gehen und mal Steine angucken. Wir haben uns beide entschieden, wir wollen auf jeden Fall, ups, entschuldigt, wir wollen auf jeden Fall ein Steinhochbeet. Ja, das muss sein. Stein. Es wird nur witzig, weil die Frage ist, wie wir das dann anstellen, weil den Stein, den wir am schönsten finden, beide, der wiegt so 24 Kilo. Also, ich kriege kaum 9 Kilo bei einer Getränkekiste hoch. Das wird dann schon, ja, das wird auf die andere Art interessant. Da müssen wir dann echt noch Steine angucken und alles. Ja. Sekunde, ich muss hier mal ganz kurz mein Baby ablenken, damit er nicht die ganze Zeit da. Gut, ja. Sollte doch irgendwie, kann ich, glaube ich, euch gerade gar nicht so erzählen. Das ist irgendwie, hier erzählt man ein ganzes Leben in ein paar Minuten. Das ist einfach schwierig. Ich habe euch versucht, das so gut wie möglich zusammenzufassen und euch zu erzählen, aber ja. Ja, also ich werde hier gerade, ich habe schon wieder diese Probleme, dass mein Hase mich hier voll ablenkt. Gut, also ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook mal machen. Kitzelt. Nein, hör auf, Plastik zu fressen. Glaub's ja gar nicht. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich glaub's echt nicht mehr. Entschuldigt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.tweetmeetoutlook.com oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare was. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.